So, hallo und willkommen zurück. Ja, die Claymore ist mittlerweile fertig. Können wir jetzt gleich fahren. Ich bin schon zurück in den Akua-Orbit geflogen. Und dann gehen wir jetzt raus. Die Katze haben wir wieder gespawnt und umgebaut und holen uns jetzt die Claymore raus. Wie weit bin ich denn eigentlich vom Orbit entfernt? Nicht, dass das hier doch zu kritisch ist. Passagier, Akku. Na, ist klar, wir sind so weit weg, dass der Mond angezeigt wird. So. F2. So. Jetzt gibt es die coolen Vorschaufenster. Finde ich super nice. So. Jetzt wird's dunkel. Bam, mit Waffen, mit allem Schnickschnack. Also es hat sich echt gelohnt. So, wie sieht sie denn von innen aus? Keine Ahnung, welche Version da jetzt gekommen ist. Ups. Okay. Allerdings werden wir jetzt wahrscheinlich die Pflanzen schon alle tot sein. Yep, alle schon tot. War aber zu erwarten, weil ich es im Weltraum gespawnt habe. Okay. Der Equip-Stand ist da. Das Cockpit nur noch nicht. Oh, hier ist auch alles vorhanden. Jupp. Konstruktoren. Unsere medizinische Abteilung. Das haben wir ja alles schön im Play gemacht. Das Schiff ist immer noch nicht fertig, klar. Aber wir haben es geschafft. Wir haben wieder eine Claymore. So. Das ist erstmal Energie. Bisschen was haben wir da vorbereitet? Da, Dickes, komm her. Sauerstoff hat mir natürlich jetzt keinen mit. Oh, guck mal, Schubdüsen, Geschütztürme, alles ist aus. Das ist ja perfekt. Können wir es auch direkt auf die Fraktion stellen? Bevor ich das wieder vergesse. Nee, dafür muss ich die Waffen wieder abmontieren. Ach Mist, ich weiß auch nicht, ob die jetzt so richtig ist. Sauerstoff brauchen wir noch. Kann ich eigentlich alles direkt mitnehmen? Können wir direkt drüben lagern. Gibt es ja auch einen Sauerstoffbehälter. Ui, ach jo, den neuen Warp-Antriebraum, genau. Der wäre auch mal interessant. P. Auffüllen. Sauerstoff. Und wieder auffüllen. Zack. So, haben wir hier auch O2. Ja, gehen wir mal nach oben. Equip. Genau, die Lichtschaltung funktioniert vollautomatisch, auch in den Medbays. Sehr gut. So. Abschalten. Ja, wir haben. Bis. Achso, die volle Landung ist an und die Schubdüsen. So. Jetzt geht's. Aber trotzdem noch Schräglage. Ja, auch mit dem neuen Warp-Antrieb. Ich denke nicht, dass ich da groß rumräumen muss. Cool. Das Zusatzlager und Notlager mit Notkonstruktoren. Boah, auch alles die erweiterten. Das hat sich gelohnt. Ja, es ist gut. P, Sauerstoff. Frachtboxen. Kupfer, Silizium, Neodymium. Sauerstoff. Machen wir
noch den großen Umzug. Ah, Jetpack ist schneller. Den mache ich ganz faul von außen. Ob das funktioniert? Wo, in welchem Schiff bin ich denn jetzt? Ne, bin ich noch zu nah dran. Jetzt? Okay, passt. Neodymium. P. Silizium. P. Restrum. Und wieder. Wasserstoff leer, klar. Latium auch. Kobalt, da ist wieder was drin. Energie. Oh mein Gott. Jo. Oh Mann. So, wir räumen das jetzt hier um und dann melde ich mich gleich nochmal zurück. So, mittlerweile alles umgeräumt. Ich habe die Doris im Asteroidenfeld versteckt über Akur. Hier haben wir jetzt so alles soweit eingerichtet. Und jetzt wird es Zeit, zurückzufliegen. So, dann gehen wir auf P. Wir haben noch ein paar neue Planets dazugefügt. Das haben wir alles soweit gemacht. So, dann lasst uns mal gucken. Ja, ich brauche erstmal die Karte. Dann machen wir jetzt mal so einen Sprung. Wir sind hier auf Akua. Bringen wir erstmal nach Skillon. So. Ups. Sind wir in Skillon angekommen. Und springen nach Oskortune hoch. So. Und Hep. Und von hier aus dann in den Mama-Arm. Ups. K. So. Und nun haben wir die Möglichkeit. Ziehen hier durch oder ziehen nach Kyra durch. Ich bin aber dafür. Wir gehen jetzt hier erstmal bei Mama runter. Und da wir so viel Promethium haben, können wir mit dem Wasserstoff jetzt wenigstens wieder Fusionszellen anschmeißen und sollten uns vielleicht auch mal ein bisschen um unsere Base kümmern. Außerdem ist es für die Claymore die erste Landung auf Mama. Für wen es interessiert, ich zeige es gern nochmal. Wir haben den Live, den haben wir live hergestellt, hinzugefügt. Und Kyra hatten wir ebenfalls live hergestellt. Und hier zwischen haben wir den Rettungsplaneten. Der ist dafür gedacht, falls beim Wechsel auf die Alpha Stable irgendetwas passiert, können alle, die sich im Standardsystem befinden, dann zum Live Planet und den kann ich dann außerhalb des Standardsystems verschieben und kann damit hoffentlich auch alles retten. Worst Case Rettungsversuch, das sollte aber eigentlich hinhauen. So, das ist echt Mama? Ja, okay, ich hatte ihn etwas anders in Erinnerung. Haben auch eine wunderschöne Raumstation hinzugefügt als neuen Poi. Die Blue Moon. Ja, aber dafür muss noch ein spezieller Planet hinter. Die ist von Erdbeerblau. Der eine oder andere hat schon was von gehört. Ziemlich cool. Ich habe sie nur zum Poi umgefrickelt. Leider bekommen sie eine ID und haben nicht mehr die Urheberschaft ursprünglich. Was ich eigentlich schade finde. Aber ist ja überall verewigt. Jeder weiß, von wem das Ding ist. Ne, damit, wenn es auftaucht, nicht jemand denkt, das will ich mir auf die Fahne schreiben. So, Eintritt. So. Ups. Kupfer, Restrum, Advent. Wo ist jetzt die Heimatbasis? Irgendwo da.
Mal eigentlich gleich drauf zukommen. Ups. Ah, Generatoren sind gut ausgelastet. Haben wir denn die Geschütztürme an? Zack, wir fliegen ja noch ein Stückchen weiter. Geschütze. Okay, die sind alle auf Alien. Die Einstellung hatten wir ja auch während des Streams gemacht. Neue Waffen sind nicht hinzugekommen. Die auch. Wir sind auf maximale Waffen. Ja, da sind doch unsere Schutztürme. Genau, die kleinen da unten, die gehen auf Predators los. Sollen wir ein bisschen den Hänger schon frei halten? Na, den Golem darfst du aber ruhig auch, genau. Da. Vielleicht nochmal so. Sehr agiles kleines Schiffchen. Dann gehen wir da in den Landungsmodus. Ja, 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 vielleicht schauen wir mal. So. Ach ja, genau, das Lichtsetting haben wir auch angepasst. Da habe ich Raumschiffsleuchten unter die Zwischendecke gebracht. Und die ebenfalls mit Bewegungsmeldern versehen. Das scheint zu klappen. So. Einmal kurz reingucken. Okay, Energie ist genug drin. Ich habe keine Lust, mal wieder vom Himmel zu fallen. Schon einmal passiert. Aha, das Tor ist wohl noch nicht mit dem Bewegungsmelder 1. So, da ist Basis. Mal den allgemeinen Zustand begutachten. Energie ist in Ordnung. Munition ist auch in Ordnung. So. Ich hab Schreck gekriegt. Ja, so muss das sein. Papa kommt nach Hause und kriegt erstmal hier Wasserstoffzellen. Ja, Sauerstoff ist klar. Aber ruhig auch nochmal nachfüllen. Wasser selber auch. Hopp, kann auch nicht schaden. Nee, funktioniert alles, alles gut. Boing. Ausstieg und rüber. So, wo haben wir das ganze Prometheum? Ja. Okay, dann muss ich hier noch Pellets rausnehmen. Ein bisschen Platz dafür zu schaffen. Und dann killen wir das hier alles. Oh Mann, das kann ein bisschen dauern. Schneller klicken. So. Komponenten. Alles. Machen wir ein paar hundert davon. Ah, ist ja jetzt genug. So. Auch wieder gefüllt. Hinten haben wir Pellets. So, Sauerstoff fliegt hier auch irgendwo rum. Komm, machen wir lieber übers Menü. Geräte. Alles schließen. Frachtboxen. Satium, 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 Satium. Sauerstoff. Nein. Ein tiefer bitte. Da. Okay. B. Gehen wir im Hauptbereich kurz. Auffüllen. Zugriff. Das ist auch weg. Ab.
auch noch auffüllen. Dann haben wir damit auch keine Schwierigkeiten mehr. Für die nächste Rundflugsreise. So. Weg. Das Jetpack an. Ne, es bringt uns auch nicht schneller voran. Ah, vielleicht doch. So. Haben wir die Heimat einmal abgegrast. Perfekt. Genau, das nehmen wir raus, bevor es schlecht wird. Wir haben wieder 20 Dosen. Da. Ja, ja, schreit er wieder. V und dann F. So. Jetzt gehen wir noch eine Runde fighten. Schönes Reloading. Wollen wir was Tolles finden? Ja, eigentlich schon ziemlich viel aufgedeckt hier, ne? Okay. Fuel Depot, Adventure Com Center. Da drüben. Spaceport hätten wir auch noch im Angebot. In der nächsten Folge mal den neuen echt bösen harten Planeten an. So, 1,6 Kilometer. So, das führt uns doch bestimmt wieder ans Leder. Also. Ich erstmal den Quatsch hier aus. Okay. Ding tot. Mal den Mapmaker aufmachen. Adventure Com Center. Jupp, das Ding ist tot. Okay. Dann auf zum Spaceport. War ja irgendwo hier vorne. Soll ich mal auf die Map gucken? Ja, hier vorne ist gut. Village Adventure Spaceport. Noch ein ganz schönes Stückchen. Fehlt nämlich noch die epische Pistole. Irgendwie kriege ich es nicht in die verbesserten, heißen ja jetzt verbessert, nicht mehr episch, zu basteln. Da, ab. Einfach mal eine orbitale Ausrichtung, dann geht es einfacher. Village und Spaceport. Leicht links. Ja. Hier geht's dann schon los. Moin Drohnen. Ah, auch mal aufgewacht. Ihm ist ja praktisch. Zack. Okay.
Vergiss es. Jau, fliege ich genau rein. Okay. 2 von wahrscheinlich 4. Hopp. Arrgh. Gut. Die noch wegholen. Emma, hör auf zu schießen. Zack. Weg. Da, krieg nochmal einen hinterher. Okay. War auch los. Da sind noch 2. Fallen uns nur hinterrücks in den Rücken. Haha, tschö. So. Jetzt hier noch irgendwas Rotes. Nee, sieht gut aus. Okay. Eingang. Und. Komm, bevor du mir noch auf den Keks gehst. Ja. Okay. Rinder. Umschalten. Die Waffe ausrichten. Rüsten. Und. Yo, ne, bitte keine Gizmos. Bitte, 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 bitte keine Gizmos. Oh, die geht von alleine auf. F6 drücken. Da. Yo, Credits. Die geht aber nicht mehr auf. Aufpassen. Okay. Gut. 1, 2. Ich seh dir. Ah, nicht mehr allzu viele Munition. Also wechseln. Anderer Typ. Gut. Oh, hier geht's raus. Wo? Ah, da! Du klein. So. Geht's auch raus. Moment. Drohnen. Es ist schade, dass die roten Punkte immer noch zurückbleiben, wenn man sie schon zerstört hat. Sehr, sehr irritierend. Zack. Da geht's wieder runter. Naja, schon wieder die Orientierung verloren. So. Nein, ihr doch nicht. Scheiße. Oh. Die gehen mir wirklich gegen den Strich, die Jungs. Eigentlich habe ich den Respawner noch nicht erwischt. Okay. Wäre mir so eine Sprengladung wert, das Ding. Ach, wunderschöne Texturen. Sehr geil. Was haben wir da? Irgendwas Kernähnliches?
Guck rein. Jetzt lad erstmal nach. Ich musste ja eben die Waffe wechseln, genau. Nee, nee, nee. Schalter drücke ich erst. Nur wenn es sich vermeiden lässt. Aha. Noch ein Schalter. Nein! Ach, jetzt habe ich doch wieder den Parasite. Immer diese Parasiten, Aha, ist ja interessant. Ja, ich weiß. Nichts dabei, was gegen Parasiten hilft. So, Frage. Rot oder grün oder blau oder schwarz? Was? Dann geht da hinten eine Klappe auf, okay. Das wäre ihr Preis gewesen. Noch ein Schalter. Container. Aha. Schön altertümlich. Zerlegen ist zerlegen. So. 1000. Demontage. Die Chance, dass wir das rauskriegen, ganz gut. Ab. Tschüss. Äpfchen. Böse, böse. Bis zum 19. wenn A7 da ist. Sieben. So. Das nehme ich mit. Da. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Vergesst nicht zu kommentieren und zu bewerten. Und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao, ciao.